bin Praktikantin an der Europaschule in Mardishausen und mache eigentlich meine Ausbildung zur Erzieherin. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr und ich nehme an den Audanica-Workshop teil als Praktikantin, weil mich das Thema Musik sehr interessiert. Ich konnte mich super schnell bei der Audanica einfinden. Also natürlich habe ich am Anfang viel auf die Kinder geguckt und musste mich natürlich auch erstmal einfinden, weil mich hat ja keiner angeleitet. Ich habe versucht, mich da selber reinzufuchsen in die Audanica, habe dann probiert, selber ein bisschen zu spielen. Und als die Kinder dann angefangen haben zu komponieren, habe ich eben auch versucht, Denkanstöße zu geben, ein paar Melodien und Motive zu spielen, was die Kinder vielleicht anreizen könnte. Und dann eben auch, wie beispielsweise mit der Lea, was zusammengespielt. Ich hatte ja schon von Anfang an Interesse daran, weil ich sehr musikbegeistert bin. Nicht nur so, ich höre gern Radiomusik. Ich war, wie gesagt, an der Musikschule. Ich spiele Akkordeon, Ukulele und Klavier. Und dadurch war es eben für mich einfach, beziehungsweise ging es relativ schnell, da mal ein kurzes Lied auf der Audanica zu spielen. Da habe ich mich mal ein bisschen ausprobiert und da ist mein Interesse natürlich gestiegen. Lea kam von ganz alleine auf das Motiv, weil sie einfach nur irgendwas, ich sage es mal, geklimpert hat auf der Audanica und dann dachte, ach ja, das hört sich gut an. Und dann kam der Jonas Lepper und hat gesagt, okay, ihr könnt jetzt das Motiv noch umwandeln, quasi die Umkehrung machen oder die Spiegelung. Und da habe ich dann quasi diesen Ansatz genommen und habe gesagt, okay, Lea, wir machen jetzt erstmal, wir gucken mal, wie sich das Original anhört, die Umkehrung und die Spiegelung. Und dann haben wir immer probiert, das auf verschiedenen Reihen zu spielen. Einmal auf der C-Reihe, auf der D-Reihe, auf der G-Reihe. Und dann haben wir immer zusammen entschieden, okay, was hört sich gut an und wie können wir das jetzt zusammensetzen? Und ich finde, die Lea hat da doch, also ich saß jetzt nicht nur da und habe Anweisungen gegeben, die Lea hat da schon richtig mitgemacht. Und wir waren quasi wie ein Team und haben dann eben gehört, okay, was hört sich gut an, was ist nicht so gut. Ich habe dann mal ein bisschen mehr von mir mit eingebracht am Schluss, als dann bei Lea vielleicht die Luft raus war. Aber Lea hat trotzdem sehr gut mitgearbeitet und hatte auch, ist quasi gesprudelt vor Ideen. Also das kommt immer ganz auf den Tag und auf die Tageszeit drauf an. Ich meine, Audanica ist ja immer zur gleichen Tageszeit, aber jeder Tag ist anders hier im Erzieherberuf und da manchmal haben die Kinder keine Lust, vor allem gerade wenn sie sich viel bewegt haben am Tag und eigentlich kaputt sind. Manchmal, so wie heute, freuen sich die Kinder riesig und kommen sogar früher zur Audanica. Manche sagen aber auch, boah, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen mehr spielen. Das ist eben bei Kindern so, dass jeder Tag anders ist. Ich meine, dass bei den Kindern oft kommt, ich habe jetzt keine Lust, ist verständlich, aber wenn die dann erstmal drinne sind, haben sie dann eben doch Lust. Das ist eben das Phänomen bei Kindern, dass du die erstmal anspornen musst, damit der Funke überspringt, quasi. Also die Audanica AG ist natürlich etwas lockerer, vor allem weil auch viel in Gruppen gearbeitet wird und weil auch jeder mal in einen anderen Raum gesetzt wird. Das nächste, was an Audanica rankommt, ist, glaube ich, der Musikunterricht, wenn ich es jetzt vergleichen müsste. Und da ist es eben so, dass im Unterricht die breite Masse behandelt wird, Musikgeschichte, Notenkunde und so weiter. Und bei der Audanica ist es eben so, dass viel Wert auf das Komponieren und der Umgang mit der Audanica gelegt wird. Da kann man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vertiefen in dieses eine Thema, als dann im Musikunterricht auf die breite Masse achten zu müssen. Ich würde nicht sagen, unbedingt besser oder schlechter, sondern regulärer. Dadurch, dass es jetzt schon so oft war, kommt so eine Regelmäßigkeit rein und die Kinder wissen, okay, Mittwochnachmittag ist Audanica. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich sehr ins Positive oder sehr ins Negative verändert hat. Ich meine, klar, jetzt, wo der Auftritt näher rückt, merkt man auch schon manchmal die Spannung bei den Kindern. Das kriegen die ja auch mit. Aber es gab für mich jetzt keine große Veränderung. Es ist auf jeden Fall
finde ich, einfacher, weil du ja gleich so einen wohlklingenden Klang hast, der auch ein bisschen aus Akkorden besteht. Beim Klavier musst du ja alles selber machen. Du kannst nur einen Ton spielen oder du spielst eben mit Akkorden, mit Dreiklang. Deswegen ist es bei der Organika schön, dass eben gleich eine ganze Melodie mit mehreren Tönen entsteht, anstatt einfach nur einen Ton auf einer Taste zu drücken und sich dann alles irgendwie zusammenzufriemeln. Auf jeden Fall trägt das zur Teamarbeit bei. Dadurch, dass wir jetzt die verschiedenen Gruppen haben, die ihre Stücke komponieren. Das macht ja nicht jedes Kind alleine. Aber wir lernen schon, sich gegenseitig abzusprechen und auch zu besprechen, okay, was machen wir jetzt, wie ist unsere Geschichte aufgebaut, was wollen wir dazu komponieren, wie sind die Emotionen in dem jeweiligen Satz. Also Teamarbeit ist auf jeden Fall was, was die Kinder da noch mitnehmen. Vielleicht auch unterbewusst wieder, aber das wird auf jeden Fall da gefördert. Na klar, also Emotion ist ja ein großes Thema bei den Kindern, bei allen Kindern, glaube ich. Und indem man eine Emotion in einen bestimmten Satz zu einer Geschichte packt, kann man das, glaube ich, viel besser wahrnehmen dann im Endeffekt auch. Wenn die Kinder eine Geschichte schreiben und dann genau erkennen, aha, an diesem Punkt der Geschichte ist mein Charakter jetzt traurig, dann hilft es, glaube ich, auch dann, ich sage es mal, im echten Leben, die Emotion bei anderen vielleicht auch besser wahrzunehmen. Weil die Kinder ja dann eben drüber nachdenken, okay, warum ist der jetzt traurig? Was ist genau passiert? Und das wandeln die dann eben in Musik um. Ja, ich denke schon, dass man sich damit an das Komponieren rantasten kann. Ganz lernen vielleicht nicht, weil man muss ja irgendwann auch die Noten aufschreiben können vielleicht, obwohl heutzutage ja auch alles mit Technik funktionieren würde. Aber man kann sich auf jeden Fall damit rantasten und gucken, okay, ist das was für mich? Kann ich das, kann ich den kreativen Aufwand erbringen, da jetzt was Wunderbares zu erschaffen? Es würde den Musikunterricht auf jeden Fall ergänzen, aber da ich ja selber in der Schule war und das noch nicht so lange her ist, weiß ich auch, dass es immer viel Stress gibt bei den Lehrern im Unterricht. Die lassen sich das immer nicht so anmerken, aber der Lehrplan ist relativ straff, sage ich jetzt mal, aus meiner Erfahrung. Vielleicht ist es bei manchen Lehrern anders, aber meine Erfahrung ist eben, dass wenig Zeit für so Kreatives bleibt. Deswegen würde ich es aber umso schöner finden, wenn die Organika im Musikunterricht ab und zu genutzt wird. Es gibt ja viele, ich sage jetzt mal, Instrumente, die im Unterricht benutzt werden können. Und gerade die Organika wäre da, glaube ich, die würde nochmal frischen Wind reinbringen, wenn das an manchen Schulen umsetzbar ist, sowas im Unterricht mal kennenzulernen. Neues bringt immer Vorteile mit sich. Wie gesagt, mit der Medienbildung, die Kinder würden natürlich den Umgang mit dem Tablet kennenlernen, weil die Audanica ja auf Tablet und Handy gespielt werden kann. Aber auch die Feinmotorik würde dadurch trainiert werden, ne? Durch das genaue Tippen, aber auch die Kognition, das Denken, okay, wann tippe ich jetzt wo drauf und warum tippe ich hier jetzt drauf, welche Reihe, welcher Ton. Das würde natürlich was bringen. Alles Neue bringt immer irgendwas. Mit einer kurzen Schulung sicherlich. Ansonsten fände ich es aber auch ganz gut, einfach sich da mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei Audanica, sich einfach mal auszuprobieren. Und wer dann wirklich das Interesse entwickelt, wird da auch mehr reinstecken und wird sich da auch mehr reinfuchsen und wird auch mehr draus machen. Ein Lehrer, wenn es jetzt ein Musiklehrer ist, würde vielleicht auch den Aufwand erbringen, sich da mal hinzusetzen und sich das genauer anzugucken. Aber so finde ich es, glaube ich, wenn man vorher nichts dazu weiß, schwierig da irgendwas zu vermitteln. Wenn man es einmal kennengelernt hat und sieht, wie einfach es eigentlich ist, da eine kleine Melodie drauf zu spielen, ist es sicherlich kleiner, die Hemmschwelle. Ich glaube, bei einigen Kindern ja, aber das passiert dann eher
unbewusst. Also wenn du jetzt dem Kind sagen würdest, okay, komponier mal was, dann würde das wahrscheinlich unbewusst einige Sachen von der Audanica AG anwenden. Und es würde das aber, ich weiß nicht, ob es bei jedem Kind so wäre, ich vermute es jetzt nur, das würde das nicht mit der Audanica verknüpfen. Aber ich sehe zum Beispiel bei Laurin, der ist da total im Thema drinne, der weiß genau, was er mit der Audanica machen muss und hat auch schon zu mir gesagt, dass er das zu schätzen weiß jetzt, was die Komponisten alles leisten. Also er verknüpft das schon richtig jetzt. Deswegen sage ich einige Kinder so, andere Kinder so. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Thank you.